Oh, ist so. Gut, dass du am Kopf hast. Tommy, dieser Mordversuch bedeutet, dass Morello uns offen den Krieg erklärt hat. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wenn Morello keine Komplizen unter den Politikern und anderen wichtigen Organisationen hätte, wären wir annähernd gleich stark. Wenn wir diese Leute liquidieren, wird unser Gegner erheblich geschwächt. Das ist es also, was wir tun müssen. Seine starken Kontakte eliminieren. Recht. Und wie wir alle wissen, müssen wir einen offenen Krieg vermeiden. Holt euch die Generäle, dann geben die Soldaten kampflos auf. Das ist der Leiche, Mama. Machen Sie einen nach dem anderen fertig. Was meinen Sie genau? Der erste in der Reihe ist der Stadtrat, der uns solchen Ärger gemacht hat. Morello hat ihn in die Politik gebracht. Das macht ihn zu einem starken Verbündeten. Wir kümmern uns nach dem Jungen um ihn. Und das bedeutet heute. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag und hat beschlossen, einen großen Empfang zu geben. Der Empfang ist auf einem Dampfer mit Feuerwerk und dem ganzen Kram. Und er wird eine Rede für die Paparazzi halten. Da werden eine Menge Leute sein, die nichts gegen uns tun werden, wenn sie sehen, was mit ihm passiert. Klingt ziemlich riskant. Ist aber das Risiko wert. Vincenzo kennt den Plan. Okay, wie gesagt, es ist auf einem Dampfer. Wird nicht ganz einfach, ohne Einladung reinzukommen, aber du schaffst das schon. Versuch vor allem kein Aufsehen zu erregen, bevor wir das Ziel erreicht haben. Natürlich kriegst du keine Waffe an der Security vorbei, aber dafür ist bereits gesorgt. Also, sobald du an Bord bist, musst du zu einer der Männertoiletten gehen. Dort ist ein kleiner Revolver verborgen. Anschließend wartest du ein Weilchen draußen. Der Stadtrat versteckt sich wahrscheinlich in seiner Kabine. Aber zu Beginn der Feier kommt er für seine Rede nach draußen. Das ist ein großer Auftritt. Du nietest ihn während seiner Rede um, Tom. Es muss in der Öffentlichkeit passieren und die Rede bietet sich geradezu an. Da werden jede Menge Leute sein, die du beschuldigen kannst, sobald alles vorbei ist. Und was dann? Ich würde gerne in einem Stück zurück an Land kommen. Danach wird die Hölle los sein. Es werden Sicherheitsleute an Bord sein, aber in dem Chaos müsstest du an ihnen vorbeikommen. Falls nicht, geh zum Bug. Pauli kommt dann mit deinem Boot und bringt dich sicher raus. Was ist los, Tommy? Es wird nicht leicht, aber das schaffst du doch. Okay, ich mache es. Das Boot liegt am Ufer bei Central Island vor Anker. Du gehst besser los, sonst verpasst du es. Behalte die Zeit im Auge. Buona Fortuna, Tom. Schmuggelt dich auf den Raddampfer und tötet den Stadtrat während seiner Rede und so weiter. Da bin ich wieder, Ralfi. Heute brauche ich was zur einmaligen Benutzung. Nicht, dass noch alles klappt. Betty? Das ist gar kein Problem. Schatz, gehen wir eine Betty erzählen. Oder draußen nicht. Müsste wer da ist. Und recht solide. Schau mal, wie leicht man es knacken kann. Das ist die Idee. Gute Idee, Ralfi. Das ist genau, wonach ich suche. Das ist die Idee. So. Schmuggelt dich auf den Raddampfer und tötet den Stadtrat während seiner Rede. So wie man Maus soll. Die tut sie auch eine Schmucke. Thank you.
So. Hey. So. Rechts probieren. Dann langs. Das sind zweite Gongs. Mhm. Ah, da ist der Dampfer. Machst du der für kurz wo? Bin ich gleich. Ich bin Hitler fertig.
So. Jetzt haben wir einen Matrosenanzug. So. Findet die Waffe die Vincenzo? Ah. Hat es ihm geschmeckt? Es war einfach. Die Besatzung bekommt hier leider nichts. Wenn Männerklo versteckt hat und stötet den Stadtrat während der Rede. Schauen wir mal durch, wo das Männerklo ist. Anne. Schauen wir mal da. Anne. So, ein schönes Schiff. Der arme, so ein netter Kerl, so ein Pech. Ach, es muss schlimm sein, einen so zu verändern.
Na super, wo ist die Waffe? Am Mannerklo! Nein, Mann! Ich sah nichts. Arme! Betty? Betty? Der Arme, so ein netter Kerl und so ein Mensch. Ich möchte noch Kaffee. Ich auch. Ah, nicht. Hast du den Kerl bei Mr. Steel gesehen? Ja. Ah, nicht. Hat es ihm geschmeckt? Es war einfach fantastisch. Es war sehr toll. Das bestimmt auch. Es sind so viele nette Leute da. Bezaubert. Die Besatzung bekommt hier leider nichts. Der Stadtrat redet von Ordnung, aber selbst ist er die Korken ein. Es sind so viele nette Leute da. Bezaubert. Hast du die Frau bei John gesehen? Ja, ist die Ärger wohl wert, was? Er hat sie offenbar in einem Loch gefunden und sie freigekauft. Das ist das Zimmer des Stadtrats. Na, wo ist der? Wir haben Glück mit dem Wetter. Wenigstens gibt's was zu essen am Sonntag. Später gibt's ein Feuer. Es sind so viele nette Leute da. Bezaubert. Es sind so viele nette Leute da. Es sind so viele nette Leute da. Bezaubert. Der Stadtrat redet von Ordnung, aber selbst lässt er die Korken knallen.
Sie sollten mich nicht ansprechen. Sie stehen im Weg. Hast du den Schlüssel für das Klo auf dem oberen Deck? Der Schlüssel fürs vollgekotzte Klo. Den hat der Rettungsschwimmer. Der muss hier irgendwo sein. Alles klar, soweit. Mein Magen. Nein, danke. Finde ich denn den Schlüssel zu dem kaputten Klo? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hast du den Schlüssel zum Klo auf dem oberen Deck? Nerv mich nicht, ich habe hier viel zu tun. Hast du den Schlüssel für das Klo auf dem oberen Deck? Der Schlüssel fürs vollgekotzte Klo. Den hat der Rettungsschwimmer. Der muss hier irgendwo sein. Hey, wo finde ich denn den Schlüssel zu dem kaputten Klo? Wie gesagt, ich weiß es nicht. Es sind so viele nette Leute da. Bezaubernd. Alles klar soweit. Oh. Hallo, John. Ich hoffe, Sie amüsieren sich. Guten Abend. Ja, es ist ganz wunderbar. Wie geht's? Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Danke. Wir freuen uns, freut hier zu mich, sein. Dass Sie es einrichten konnten. Es ist ganz reizend. Vielen Dank. Ich glaube, es wird Zeit. Danke und willkommen bei unserer kleinen Party. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Freunde habe. Ich hätte nie träumen lassen, dass ich bis zu meinem 40. so viel erreichen würde. Ich bin... Na super, aber jetzt Zeitdruck. Betty? Hast du den Schlüssel für das Klo auf dem oberen Deck? Der Schlüssel fürs vollgekotzte Klo. Den hat der Rettungsschwimmer. Konnte mein Geschäft bestehen. Ich konnte kleinere Spenden aufbringen, den Arbeitslosen helfen, die Künste fördern. Ich kann jetzt nicht. Ich brauche den Schlüssel. Hab da was liegen gelassen. Na klar gebe ich ihn dir, wenn du versprichst, da drin sauber zu machen und den Schlüssel wiederbringst. Ich warte im Heck auf dich. Jawohl! Schneller! Kein Problem. Also hier ist er, aber bring ihn wieder. Gewonnen! Rote Tore. Wo bist du?
bist du, Süße? Schneller! Da ist. So. Schneller! Und jetzt verschwindet er. Jawohl, schneller! Jawohl, und schließen. Und nächster Part, verdammter Glückspilz.